Willkommen, willkommen aus Frankfurt, wo wir bei Panasonic sind und verschiedene Kühlschränke haben. Hier zum einen, zum Beispiel könnt ihr sehen, wir haben einen Energy-Friendly Kühlschrank mit zwei Türen. Die sind in Deutschland, glaube ich, nicht so beliebt, weil sie einfach viel Platz brauchen. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben wirklich einiges drin hier an Technologie, die man vor allem sehr praktisch für Gemüse benutzen kann. Wir haben die Fresh Zone, wo eine andere Temperatur ist wie irgendwo anders. Hier können wir mit verschiedenen LEDs entsprechend das Gemüse oder die Früchte beleuchten, damit die Vitamine mehr erhalten werden und vielleicht auch noch wirklich weiter gegart werden. Dann haben wir einen auch, wie gesagt, anders temperatierte anderen Bereich hier. Und ansonsten muss man das Ganze auch nie irgendwie von Eis befreien, wie die alten Kühlschränke. Ich mache jetzt mal hier, wenn wir schon über Eis reden, das Eisfach auf, wo wir sehen können, wir haben hier eine Eismaschine drin. Das ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht und natürlich viel Platz für alles Mögliche, was wir an Eis einfach hier haben wollen. Und vorne kommt dann entsprechend nicht nur normale Ice Cubes raus, sondern auch Crush und all möglichen anderen Optionen sind hier als Option möglich. Seht ihr, große, wir können auch noch Wasser rauslassen oder kleine gecrushte Ice Cubes. Ansonsten hier natürlich das Menü, damit man hier die allen möglichen anderen Optionen auch auswählen kann, die man jetzt hier gar nicht so sieht. So. Aber es gibt natürlich noch viele andere Kühlschränke, die ein bisschen kleiner sind. Die schauen wir uns jetzt auch mal ganz kurz in Übersicht an. Das sind hier die neuesten in Schwarz und in Weiß, einmal genau der gleiche. Mit, wie ihr sehen könnt, kein Bildschirm mehr, sondern einfach oder kein sichtbar klaren Bildschirm mehr. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann sieht man das. Hier die zwei Temperaturen für Freezer und alles mögliche andere können wir uns anzeigen lassen, sind aber meistens nicht an. Wir haben schon mal genug Platz auf jeden Fall für den Kühlbereich. Auch wieder hier mit einer Fresh Case. Hier übrigens bei jedem Kühlschrank die Möglichkeit, glaube ich, was man, na, bei dem gerade nicht. Auf jeden Fall bei, ich zeige euch gleich einen, da kann man so ein bisschen die Fächer rausziehen und auch draußen stehen lassen, damit man leichter an die Dinge drankommt, die drin sind und natürlich auch viel Platz für entsprechende tiefgekühlte Sachen. Hier nochmal der Name von dem Kühlschrank. In Schwarz auch sehr, sehr elegant. Dann geht es hier weiter mit dem etwas einfacheren Design. Das war noch hier mit dem größeren Bildschirm. Der hieß dann so. Jetzt kommen wir zum nächsten, der auch wieder in die Premium-Klasse gehört. Denn hier haben wir auch dieses wunderschöne Design, was ihr hier sehen könnt, mit den paar Knöpfen. Und hier habt ihr dann die Option, dass ihr hier die Fächer, deshalb wollte ich hier hinten zeigen, so weit rausziehen könnt, dass ihr einfach an die Sachen drankommt und dann auch wieder reinschieben könnt. Und so kann man wirklich leichter an Käse und andere Dinge kommen, die man gerade vielleicht einfach weiter hinten hätte oder hinten einfach nicht rankommt. Gut. Machen wir noch unten das hier auf. Drei Fächer, super. Flash Freeze, also oben wird, glaube ich, schnell einfach vereist. Gut zu wissen. Und dann haben wir hier noch den, glaube ich, in größer, den wir gerade gesehen haben. Unten schaut es genauso aus, ist, glaube ich, auch genauso groß. Aber dann hier ein bisschen mehr Platz nach oben für eine große Familie, die aber keinen breiten Kühlschrank dann braucht. So, und das war schon so ziemlich, den haben wir ja gerade schon gesehen. Und die gibt es natürlich auch nochmal in Silber. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balaschka. Das war die Übersicht über die weiße Ware Produkte sozusagen von Panasonic hier im Kühlschrankbereich.